Hallo und Glück auf zum Legendentalk nach dem Spiel gegen Greuther Fürth. Wir sehen verzweifelte Gesichter. Das liegt sicherlich zum einen am Spiel und zum anderen an unserem Tippspiel. Auch da sind unsere Legenden. Nee, wir müssen das korrigieren. Der Klaus hat 3 Plätze gut gemacht, aber der Abi ist abgestürzt. Hat natürlich auch für Schalke getippt, wie wahrscheinlich fast alle, die bei dem Tippspiel mitmachen. Ihr könnt immer noch mit dabei sein. Ein paar Plätze sind noch frei. Gegen unsere Legenden tippen, macht auf jeden Fall Spaß, gibt auch tolle Preise zu gewinnen. So, das war's aber jetzt dann auch mit dem Geplänkel. Jetzt geht's an die harten Fakten. Das Spiel gegen Greuther Fürth, 7 Tore, leider 4 auf der falschen Seite. Wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Ja, ich muss ehrlich sagen, es geht ja schon seit Wochen so. Und mir ging es mit Angst zu tun. Bei wo wir stehen, man braucht ja bloß in die Zeitung schauen, dann wissen wir, wo wir stehen. Und ich habe auch schon gesagt, wir müssen 3 Sachen, ganz wichtige Sachen, das ist meine Meinung, wirklich ändern. Das heißt, die Frage, die ich erstellen muss, ist die Mannschaft fit? Hat die Mannschaft die richtige Einstellung? Und haben wir Qualität? Die 3, die muss er sich vor Augen halten. Die ersten beiden, da kann man was dran ändern. Der dritte ist schwer. Qualität, wenn er keine Qualität hat, was anderes. Aber man kann noch vieles ausgleichen, wenn die anderen beiden stimmen. 100% in der zweiten Liga. Und da ist das, muss ich sagen, da muss ich den Hebel ansetzen, weil so kann es nicht weitergehen. Der FC Schalke 04, man muss ja vor ein paar Jahren Champions League und heute kämpfen wir schon wieder im zweiten Jahr hintereinander um einen Abstieg aus der zweiten Liga. Das kann man nicht glauben, aber wenn man diese Spiele sieht, dann wird mir Angst und Bange, das muss ich so sagen. Klaus, hast du wie immer recht. Das soll man da groß sagen. Also ich finde auch, ich verstehe auch einige Spieler manchmal nicht mehr. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich, wenn ich so das erste Tor gesehen habe, das war, boah, ey, das war wie ein kleiner Kindergarten da. Die laufen alle kreuz und quer. Der dreht sich einmal, spielt er in die Gasse rein und sofort steht er alleine vorm Tor. Daran kann man sehen, dass wir komplett von der Reihe sind. Also ich habe sowas in der Art und Weise auch noch nicht gesehen, dass man so schnell und so doofe Tore reinkriegt. Ja? Also das rein Fußballerische, was wir ja letzte Woche gesagt haben, gegen Hannover, enger rangehen, ein bisschen gucken, dass die Leute auch wissen, ah, die dürfen gar nicht atmen, da muss schon einer dran. Das hat wieder nicht funktioniert. Andererseits, wenn man Greuther Fürth gesehen hat, die sind sofort draufgegangen und. Die haben sich gar nicht spielen lassen, unsere. Also ich, manchmal weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, wenn ich sehe, was da an Toren reingeht. Wir kriegen Tore wie im Kindergarten. Also das ist so eine Katastrophe und da müssen wir ganz schnell dran arbeiten, aber ganz schnell dran arbeiten. Und vor allen Dingen haben wir wechseln jede Woche die Mannschaft, das System wurde wieder geändert und. Also ich musste auch mal, wenn ich in Rückstand bin, einfach das System mal beibehalten, dass die Ordnung mindestens bleibt. Und das ist das, worüber ich mich aufrege. Dann wird wieder neu gemacht. Schallenberg ist dann da hinten in die beiden Innenverteidiger, quasi mit Sanchez und Callas, dazwischen ist er hin. Also hat er dann auch schon mal einen aus dem Mittelfeld rausgenommen und den noch mal nach hinten gepackt. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch, hat er so eine Fünferkette gehabt. Ja, aber meine Güte, Greuther Fürth, ich bitte euch, ey. Greuther Fürth, da brauchst du doch nicht Angst haben, dass du einen Arsch voll kriegst normalerweise. Aber was haben wir? Individuelle Fehler werden gemacht, nicht richtig draufgegangen, außen wird nicht richtig zugemacht, keiner guckt mehr beim zweiten Tor, wenn ich sehe, das Kopfballtor, was wir da stehen 2 Mann dabei und keiner geht richtig hin, also da kann man ja gar nichts machen als Torwart, gut, der geht jetzt auch noch hinten runter, kann der Hoffmann eh nicht halten, aber man lässt die doch nicht so im 16er da rumlaufen, keiner ist richtig so zuständig dafür, dass da keine Ordnung ist, du gegen den, du gegen den, du gegen den.
Wir stehen im Raum und gucken auch den Raum schön an und gucken, wo der Ball reinkommt und patsch, ist schon einer drin. Und wenn du natürlich 2-0 schon im Rückstand bist, das war schon verhältnismäßig schnell, ging das dann noch mit den anderen Toren. Also die hätten sich, weiß ich nicht mehr, die hätten letzten Mittwoch mit mir zu einem Spiel gehen müssen, Landesliga gegen Kreisliga A. Das Spiel ging für die Kreisliga A macht auf 2-1 aus. Er hätte 5-1 ausgeben müssen. Wie aggressiv die gespielt haben, 19 Minuten, der Gegner kam überhaupt nicht ins Spiel und da haben das Spiel dominiert. Da hätten die sich anschauen müssen, das muss ich auch. Warum kann ich das, Schalke 04, warum kann das nicht gegen Kräuter Fürth? Die verlieren zu Hause gegen Nürnberg, Sauerkraut 4-0. Aber wenn ich die spielen lasse und so, viel zu weit vom Gegner weg ist, dann haben wir leichtes Spiel. Aber ich sehe hier keinen Ansatz, dass wir alle mit dieser Einstellung, oder wir nicht, die Spieler mit dieser Einstellung ins Spiel gehen, jetzt gehen wir alle drauf. Gemeinsam, nicht zwei Mann. Das reicht nicht. Gemeinsam drauf gehen und was dabei rauskommt. Und dann macht der Gegner auch Fehler. Der ist nicht unter Druck, kein gar nichts, der macht da keine Fehler. Im Gegenteil. Die spielen uns ja nur aus, weil wir viel zu weit von den Leuten weg sind. Ja, so ist es. Genau so ist es. Und auch vor allen Dingen, dieses Aufbäumen, das fehlt mir irgendwo. Weißt du, du machst ein Tor, der Seguin macht ein Tor, schönes Tor, 4-2. Aber dann kommt nichts. Dann wird auch der Wechsel. Dann bleibt er stehen, guckt, statt irgendwann zu sagen, einmal, jetzt geht's noch mal, Junge. Komm, jetzt packen wir die. Weißt du, so ein Ruck in der Truppe, er war ja auch Kapitän, dann verlange ich auch in einer Binde mindestens zu sagen, ey, komm, jetzt probieren wir noch mal alles. Ja, jetzt komm, egal, wenn wir einen reinkriegen, ist eh scheißegal. Ja, aber wir probieren jetzt noch einmal Druck zu machen, Druck zu machen, Druck zu machen. Und die Möglichkeit nachher, ja, dass er ein paar Minuten dann nur zu spielen, der muss vom Frühjahr losgehen. Ja, ja, da hast du ja auch wieder recht. Aber trotzdem, du weißt, in ein paar Minuten kann man auch noch 2 Tore machen. Ja. Also so schlimm ist es nicht im Fußball, dass das nicht passieren kann. Aber das wäre ja dann so, angenommen, du holst das 4-4, aber du siehst ja, das wollen die gar nicht. Die wollen einfach nicht, dass sie da nochmal sagen, komm, jetzt gehen wir nochmal alles. Ja, dann hau ich lange Bälle, probiere, wechsle ich, weil Kallas nach vorne und das ist ein guter Kopfballspiel, dass ich noch irgendwie was auflegen kann und. Ja, da muss doch irgendeiner noch was sagen. Ja, aber wir ergeben uns einfach, oh, 4-2, gut, schönes Ergebnis, 4-2. Nein, da muss ich doch nochmal sagen, komm, jetzt gehen wir nochmal, Jungs, komm, sind noch 10 Minuten zu spielen, das Ding drehen wir um. Das vermisse ich in dieser Mannschaft und dieses Herz, dieser Wille, ja, nochmal was zu tun. Ja, das ist genauso wie in Hannover gewesen. 1-0 verloren, ja, ist okay. Aber dieser Wille zu sagen, komm, jetzt packen wir nochmal an, das sehe ich leider nicht. Wir haben das Gefühl, alle und auch die da sind, wo die alle herkommen, wir haben das Gefühl, die geben sich von der ersten Minute an auf. Ja, ja. Weil die tun ja nichts. Die tun nichts, die schauen nur zu und verlieren die Spiele. Ja, denken die gar nicht darüber nach, über den FC Schalke 04, über den Verein, der schon wieder hinten hängt und jetzt ja auch so unter Druck steht gegen Ulm und gegen Regensburg. Wenn das in die Hose geht, der Baum brennt schon. Die Zuschauer lassen sich das auch nicht mehr gefallen, weil sie merken, da unten kommt nichts. Und da muss ich zeigen, dass ich will. Da haben die Zuschauer hinter sich. Wenn die Zuschauer merken, hallo, da ist eine Truppe da, alle zusammen, die gehen ja da drauf, die wollen das Spiel gewinnen. Aber siehst du nicht. Ja, denkbar schlechte Voraussetzungen für die nächsten 2 Spiele. Auswärts, dann DFB-Pokal am Dienstag schon, also morgen gegen Augsburg. Wie geht man dann daran? Neuer Trainer hat nicht so die erhoffte Wirkung gebracht. Was muss jetzt passieren? Geht man dahin, weil man sich abschlachten lässt, oder muss man trotzdem sagen, wir wollen alles geben? Ja, wie viele Trainer wollen wir denn holen? Sollen wir nach jedem Spiel einen neuen Trainer holen? Ja, ich glaube, auch in Augsburg darfst du auf keinen Fall abschenken. Das abschenken auf gar keinen Fall. Da musst du also schon zusehen. Pokalspiel, ja. Und gerade Pokal.
Wie viele Überraschungen waren da schon in der Vergangenheit? Ja, finde ich. Und deswegen auch. Musst du da hinfahren, aber so wie wir, die Einstellung, die unsere Leute da haben, was ich so sehe, da gewinnst du nie. Das ist klar. Naja, gut, Augsburg hat natürlich jetzt Fahrwasser, läuft natürlich super bei denen jetzt wieder auf einmal. Und trotzdem, ich habe ja auch schon wieder gehört, ja, wir müssen gucken, den einen oder anderen schonen. Ja, wen soll ich denn hier schonen? Ja? Wen soll ich denn schonen? Weil sie so viele Champions-League-Spiele haben. Ja, weil wen soll ich hier schonen? Also das ist ja schon ein bisschen, wenn einer sowas sagt, ja, oh, wir müssen mal gucken, weil wir am Freitag spielen wir gegen Ulm und. Ja, ist doch scheißegal, gegen Ulm hin und her. Meine Güte, hör mal, Pokal ist eine ganz andere Geschichte, wie wir auch gerade schon gerade gesagt haben. Dann kommst du vielleicht mal im Elfmeterschießen weiter. Ist doch auch egal. Ja? Aber du kannst doch jetzt nicht einfach hinfahren und sagen, naja, okay, dann lassen wir mal so durchflitschen, Pokal. Ja, ist ja erste Liga. Nee, Überraschungen kann es immer wieder geben, auch im Pokal, haben wir oft genug gesehen. Aber für mich spielt auch und danach eine große Rolle, wie spielst du in Ulm? Ulm hat jetzt nicht schlecht gespielt in Darmstadt. Das muss man wirklich sagen. Die standen verhältnismäßig gut. Wenn das richtig ist, das richtig, was ich gesagt habe? Die haben gegen Darmstadt gespielt. Ja, meine ich doch. Habe ich doch gesehen. Also da standen die verhältnismäßig gut und die Abwehr stand gut und die Darmstädter, also die haben da richtig Schwierigkeiten gehabt, weil im Endeffekt von Darmstadt der Trainer hat dann auch gesagt, ja, war eine gute Truppe, die standen gut. Wir haben also nicht so viele Chancen gehabt wie sonst. Also das wird ja auch wieder ein schweres Spiel werden. Also in Ulm wird auch sicherlich ein schwieriges Spiel werden. Weil Ulm, die wollen zu Hause ihre Spiele gewinnen. Und wenn du da nicht 100% Gas gibst, dann hast du da auch Schwierigkeiten. Und was wir immer gesagt haben, diese Vereine jetzt in der zweiten Liga und weiter unten stehen, die spielen gegen Schalke 04. Das ist wieder was anderes, das haben wir auch schon erwähnt, als wenn Jan Regensburg gegen Eintracht Braunschweig spielt. Nein, das spielt nicht Ulm, oder Augsburg ist was anderes, aber Ulm spielt gegen Schalke zu Hause. Und die kennen unsere Probleme genauso. Die gucken sich doch die Spiele auch an. Die haben doch hier mit Sicherheit jemanden sitzen, der sich das Spiel anschaut und der dementsprechend dann auch weitergibt. Und deswegen, ja, wenn du eine Mannschaft hast, die von ersten Minute drauf geht und will, das kriegt er auch mit. Aber das ist hier nicht. Nicht zu Hause, nicht auswärts, nirgendwo. So. Ja, ich glaube auch, dass er jetzt ein bisschen der Trainer gefragt ist. Ne? Also, der ist jetzt, wie lange ist er jetzt hier? 4 Wochen? 5 Wochen? Was weiß ich. Jetzt muss er aber auch mal langsam wissen, ja, welcher Spieler, auf welchen Spieler kann ich mich verlassen und auf welchen Spieler kann ich mich nicht verlassen. Und danach muss er eigentlich jetzt mal langsam eine Mannschaft finden. Ja, und wenn wie die Einstellung nicht stimmt, dann muss ich denen Gas geben, bis sie kotzen, auf Deutsch gesagt, aber zweimal am Tag. Ja, das haben wir auch mitgemacht. Ja, da haben wir richtig Gas gekriegt, bis es nicht mehr ging. Aber nur so ein bisschen laufen lassen, und ja, wird nächstes Mal schon. Nein, das wird nicht. Wenn die Mannschaft nicht zeigt, wir wollen, wir gehen drauf. Wir setzen die unter Druck. Und dann kriegen wir auch die Chancen. Also wir haben immer, wie viele Chancen hatten wir gegen in Hannover? Wir haben in der 85. Minute einmal draufgeschossen und das war die Rückgabe. Und jetzt auch nicht viel öfter am Anfang. Ja, man darf nicht 4-1 hinten. Ja, man darf nicht vergessen, der Trainer Reuter führt hat natürlich auch meiner Ansicht nach sehr früh ausgewechselt. Also glaub, ab 70. Minute hat er dann schon die ersten 2 und dann noch mal ein paar Minuten später noch mal 3 reingeschmissen. Also der hat dann auch fast sich selber ins Knie geschossen, muss man auch sagen. Wenn er die Truppe ein bisschen weiter spielen gelassen hätte, dann wäre wahrscheinlich bei uns das ein oder andere Tor auch noch gefallen. Also da muss man auch drüber was nachdenken. Was wäre, wenn und aber? Das zählt nicht. Das Ergebnis, was dabei rauskam, das ist entscheidend. Gegen einen Gegner, der auch Probleme hat, bis geht nicht mehr. Das haben wir gegen Nürnberg, 4-0 zu Hause. Ja, lokal, der ist wieder was anderes. Und vorher haben sie auch nicht gewonnen. Naja. Ja, auffällig war, die beiden letzten Gegner waren immer im Derby gegen Hannover, gegen Braunschweig und jetzt Fürth gegen Nürnberg, waren alle mit Niederlagen und hier haben sie dann doch gegen Schalke gezeigt, was sie können. Also ist es viel Kopfsache? Ja, jetzt wird es eine Kopfsache sein, ist doch ganz klar.
Natürlich sind sie verunsichert, weil die lesen auch die Zeitungen oder auch nicht. Aber wie komme ich da raus? Wir haben ja gerade erklärt, wie man rauskommt. Anders geht's nicht. Zusammen mit der Truppe muss rauskommen, indem sie, wenn sie in der Lage sind, 90 Minuten Gas zu geben, weiß ich nicht, ob sie fit genug sind, können wir nicht beurteilen, so wie es aussieht, nicht. Und zusammen dann eben miteinander, jeder für jeden da sein und fighten. Genau so ist es. Ja, und wenn es dann klappt, das sehe ich ja auch, wenn es klappt, aha, so geht das. So, bei jedem Spiel, egal wo wir spielen. Weil wenn wir auswärts spielen, ja, da ist es noch schlimmer, weil die Zuschauer, gegnerische Zuschauer und so weiter, da muss ich auch zeigen, was los ist. Oder ich kann nicht. Schalke braucht Leader, die haben sie irgendwie nicht gerade. Keiner auf dem Platz, der mal Führungsqualitäten zeigt. Wie stachelt man die Mannschaft an? Was hat bei euch geholfen? Was bei uns geholfen hat? Wir haben uns zusammengesetzt und dann haben wir darüber diskutiert, was wir machen oder nicht machen. Und dann war das okay gewesen. Dann wurde auch mal ab und zu ein bisschen lauter bei dem einen oder anderen. Ja? Aber das war jetzt nicht in dem Sinne so, dass du beleidigt wurdest, sondern es wurde Klartext geredet, was jeder Einzelne zu machen hat. Und wenn das sieht man ja auch, hier sind so viele Sachen, der eine bleibt stehen, der andere macht dies, der eine macht das. Ja, das ist keine Einheit. Ich sag, was ich schon seit Monaten, du musst eine Truppe finden, die zusammenspielt und die auch genau wissen, welche Abläufe da sind und. Hier ist das, du siehst keinen Ablauf. Das ist alles so ein bisschen so ein Gemuschel, so ein bisschen, naja, okay, gucken wir mal, wie das heute läuft. Ja, hoffentlich machen wir ein Tor, vielleicht gewinnen wir. Nein, die Abläufe im Spiel, was Klaus auch gerade gesagt hat. Jeder muss wissen, was er zu machen hat. Ja, und das kriege ich im Training rein oder nicht. Oder ich muss sagen, ich verlasse mich auf dich. Wenn du keine Lust hast, kommt ein anderer rein. Ja, die sind ausgespielt worden wie Kleinkinder, bumm. Der eine Tor. Und wenn du aggressiv bist, dann musst du nah an den Leuten sein. Sonst kommst du nicht in den Zweikampf. Zweikämpfe zu gewinnen, kann ich nicht, wenn ich zu weit vom Gegner stehe. Ja? Das heißt wieder auch, Spiel lesen können. Aha, der könnte da hinspielen, da muss ich drauf sein. Und ich erst, wenn der Gegner am Ball ist, bin immer zu spät. Naja. Man hat gesehen, Greuther Fürth war an unseren Jungs dran, ja. Nur wir umgekehrt nicht. Und dann verlierst du so ein Spiel, ganz einfach. Das ist eine einfache Geschichte. Ist aber auch keiner drin, der mal irgendwas sagt in der Truppe. Ich weiß es nicht, ich kenne die Mannschaft nicht, ich weiß nicht, wie die funktioniert. Wenn ich da jeden Tag mit denen trainieren würde, wüsste ich genau, auf wen ich mich verlassen kann. Und den hole ich mir mal am Rand. Ja, da gehe ich doch mal am Rand und sage, komm mal her, was ist los mit dir? Sag mal was hier. Ja, im Training sagst du ja auch was. Also komm, gib Gas. Und das ist das, wo ich so ein bisschen Angst vor habe, weil die tauchen alle ab. Tauchen alle ab. Es ist keiner in der Truppe, der dann mal irgendwie was sagt und nochmal alle wachrütteln, sondern alle und weg. Die ergeben sich. Und ja, das ist eine ganz schlimme Sache. In der Truppe. Ja, so ist das. Ihr habt es früher gezeigt, ihr gebt nicht auf und auch heute, wollen wir was Positives abschließen, unser Legenden-Talk. Ihr habt, ich habe es gesehen, auf einem großen Plakat wart ihr beide drauf und habt ein Trikot angehabt, der Deutschen Krebshilfe, 50 Jahre Deutsche Krebshilfe, war das Motto am Spieltag eine gute Sache. Ihr engagiert euch dafür. Ja, wir haben früher für die Deutsche Krebshilfe gespielt, da hat man keinen anderen Werbepartner, der gab es ja überhaupt nicht. Dieses Trikot ist so, dass in vier verschiedene Krebsarten da jede Farbe hat. Und ja, ich meine, das ist eine gute Sache. Wir wissen das selber auch. Ja, der Krebs, muss ich auch wieder sagen. Sparke von mir hat Gehirntumor, vier Gehirntumore und alle bösartig. Das kann man sich vorstellen, was da los ist.
Und dafür kann man Werbung machen. Und welches Problem haben wir? Warum kein Problem? Ja gut, das ist kein Problem. Ich muss dazu sagen, Klaus, du weißt ja auch, dass ich hatte ja auch die Sache Krebs schon hinter mir und musste eigentlich dadurch, dass diese Sache gekommen ist, eigentlich so meine Karriere als Trainer, musste ich die mal so ein bisschen wegschieben. Das ist jetzt auch jetzt schon 9 Jahre her. Aber das ist schon also eine Sache, wo man nicht einfach mal so drüber wegreden kann, sondern da denkst du auch viel drüber nach und manche werden geheilt und manche werden nicht geheilt. Also bei mir, toi, 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 ist alles in Ordnung gegangen. Aber ich habe natürlich auch dadurch natürlich mein Lieblingssport als Trainer konnte ich dann eine Zeit lang gar nicht mehr machen und dann ist man einfach raus. Und man hat ja bei Daumen gesehen, wie schnell das geht und. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir engagieren uns auf jeden Fall dafür, egal was, also ich jetzt auf jeden Fall gemacht, weil es mich ja auch mit ein bisschen betroffen hat. Du kannst die Karriere weitermachen, wie der Traditionsmannschaft der Klaus Fichtel aufhört. Ja, also eine gute Sache auf jeden Fall, darauf hinweisen, Leute, geht auch zum Arzt, lasst es kontrollieren, je früher man es erkennt. Ne? Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir 2 ernste Themen Schalke abgehakt und was hoffen wir denn jetzt für Dienstag und für Freitag? Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so schön. Und man wird sehen, mit welcher Einstellung sie danach Augsburg fahren. Ja, die haben wir jetzt gezeigt, auch wie es geht. Ja. Aber in der Bundesliga, es wird natürlich ja, kein leichtes Spiel, gar keine Frage. Aber Pokal hat seine eigenen Gesetze. 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja, 5 Euro. Also man muss auf sicher nicht dahin fahren, um zu verlieren. Also mit der Einstellung wirst du dann auch am Freitag genauso untergehen. Ja? Also wenn du so eine Einstellung hast und zu sagen, pass mal auf, wir verlieren hier, wir kommen keine Runde weiter, dann ist ja 2 Tage oder 3 Tage später das andere Spiel. Dann ist es noch im Kopf. Du kriegst 4, 5 Stück. So. Und dann musst du musst auf jeden Fall, also für mich ist das ganz wichtig. Gut, okay, Pokal, komme ich eine Runde weiter, ist es okay, komme ich keine Runde weiter, ist auch scheißegal. Aber in Ulm muss ich was machen und da muss ich was holen. Sonst wird die Situation, wie der Klaus schon gesagt hat, ja, mit 8 Punkten und die anderen Vereine punkten auch komischerweise immer dann sieht das dann auf einmal schon wieder ganz bitter aus bei uns. Ja? Also in Ulm, sage ich einfach mal, mit der Mannschaft, die wir haben, musst du in Ulm mindestens einen Punkt holen, mindestens. Also das ist das Mindeste, was du holen musst. Aber er an sich. Ich glaube, in Augsburg ist es ein bisschen schwieriger, was zu holen. Die haben, glaube ich, einen guten Lauf. Aber wir müssen doch an den Verein jetzt denken. Ja, wir dürfen auf keinen Fall noch tiefer reinrutschen. Das ist egal, wie wir im Pokal spielen. Wir können im Pokal in Augsburg verlieren. Aber entscheidend ist immer die Art und Weise. Können wir das stehen lassen? Ja, würde ich auch sagen, Klaus. Dann danke. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Montag. Hoffentlich diesmal wirklich mit guten Nachrichten. Vielleicht haben wir ja doch eine Überraschung dabei. Ja, an uns soll es nicht liegen. Wir können nur hoffen, mehr nicht. Danke und Glück auf. Glück auf. Danke, Glück auf.